Moin meine kleinen Spargelstecher, da sind wir wieder, bei Outlast 2. Richtig Bock hier und so. Und ich weiß, wir werden gleich in so eine richtig komische Situation geschmissen. Oh, ich hoffe, ich finde den Weg. Das hat nämlich genau da gespeichert, wo Martha hier um die Ecke startet und wild ist. Ich weiß gar nicht. Ich mache wieder denselben Fehler wie letztens, oder? Jesus Christ, Blake. Ja, ich weiß. Der Tutor ist, man kann sie nicht umdrehen, weil dann ist man definitiv tot. Oh, Martha, ey, lass uns doch einfach. Wir können jetzt einfach umfallen. Alter, göttlich. Aber wer? Ist das Ding vom Turm gefallen? Krass. Ich glaube, danach glaubt man an Gott. Das Ding steht. Da bin ich gespannt, was er jetzt dazu sagt. We're out. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. We'll find a grown-up and we'll tell them what happened. We'll be okay. It's not my fault. Ein Erwachsenen? Okay, hinter uns ist Sue. Wir haben sie wieder an der Hand. Ich möchte sie jetzt nur noch nach Hause bringen. Ohne irgendein Heckmeck. Aber danach führt man nie wieder ein normales Leben. Ich kann das nicht beurteilen. Alter. Ich hab keinen blassen, wohin jetzt? Das ist meine Bau, meine alte kleine Bauaufhänge hier. Wir laufen gerade zurück, oder? Ist das für ein krasses? Oh, shit! Blake! This is the baby. Yeah, she's coming soon! Aber wir sehen jetzt ein bisschen mehr. Der Kaktus, da ist er wieder. Der begleitet uns den ganzen Weg lang. Oh, mit der alten Eigenwendekreis, ja? Wie ein Panzer. Yep, ja, Junge. Oh, ich kann ja rennen mit ihr. Und diese süße Kapelle. Oh. Oh, die ist ja nicht gemeint. Das ist er hier mittendrin, mal die Kamera auspacken kann, ja? Das fällt ihm ein. Gucken wir später. Da kann ich hier rein. Bestimmt nicht. Aber ein war es lieber. Kühlschrank, alles da, Leute.
Ich fühle mich wesentlich sicherer, auch wenn die Frau gar nichts machen könnte, wenn was passiert. Oh, das ist ja wieder einladend hier. Ach, ist das die vom... vom Anfang? You need to lie down. I can't do this. You can do this. Oh God. Something's wrong. Just keep breathing. Oh. Feels like something's wrong. Ah! It hurts too much. I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Ich hoffe, oh nein, kann man das jetzt echt sehen? Oh. Da hat sie eine 1A Antichrist rausgehauen. Aber die ist doch tot. Durch die Blut. Oh Jesus Gott. Lynn! 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 Wie viel Blut? So, Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? So war das also. That's the child, isn't it? My God. I've taken care of my children. But yours... I'm powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. Has gone silent since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children, all of them, every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Was ist hier nur los, ey? Was denken die sich nur? Das ist jetzt echt makaber, aber ich werde jetzt die Kamera auspacken. Wozu das alles?
priest dies, you didn't have to do anything. You were a child. Nobody could expect anything of you. None of this is my fault. Aber irgendwie muss es ja doch. Müssen uns die andere Aufnahme angucken. The world was on fire. The baby was coming. Impossible child. Lynn said Jess was like her little sister. I don't know what I'm supposed to do. None of this is my fault. Ich verstehe noch nicht so richtig, warum. Was genau er getan hat. Habe ich den Kleinen jetzt auf dem Arm? Ja. Nicht, dass ich das Kind hier vergesse. Ob es jetzt endlich vorbei ist? Ist gleichzeitig sowas wie das schlimmste Ende. Und gleichzeitig was Schönes, ja. Das ist so unglaublich gut, hier mal den Tag zu sehen. Ach du Scheiße. Sind sie alle selbst umgebracht? Gonna be okay. You have her. She'll get to grow up. She'll do everything she was born to do. Try to find me. I'm over here. Bestimmt wieder in der Speisekammer. Send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Leute, wir sind durch. Habe ich jetzt doch noch nicht so schnell mit dir gerechnet?
habe jetzt gedacht, wir werden noch mal richtig schön so ihr Folter zum Schluss, aber jetzt haben wir ein Kind auf den Arm und alle sind tot außer uns. Ich hätte mit viel anders gerechnet, dass es anders passiert. Dass eher wir sterben und Lynn irgendwie wegkommt. Ist ein schöneres Ende als im ersten Teil, falls der eine oder andere von euch sich daran erinnert. Und insgesamt muss man sagen, war ein gutes Spiel. Ja. Ist mir zwar ab und zu ein bisschen ärgern, ein bisschen doll. War auch anstrengend. Ab und zu haben sie ein bisschen übertrieben mit diesen Verfolgungssequenzen. Man konnte nicht immer alles aufnehmen und alles in Ruhe lesen und verstehen. So richtig Sinn hat das jetzt auch nicht für mich gemacht, aber das wird wahrscheinlich daran liegen, dass einfach so ein bisschen Input fehlt. Ein paar Aufnahmen haben wir ja verpasst. Die ganzen Verse haben wir alle nicht gelesen. Aber ich würde sagen, so hat das Spiel seinen Sinn erfüllt, seine OVA Beauty gemacht. Ich habe ab und zu auf meinem Stuhl rumgeschurzt hier. Tja Leute, ihr könnt mir ja unter der Kommentarsektion schreiben, was ihr darüber, wie ihr das fandet, das Ganze. Ich bin ganz zufrieden, würde ich sagen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Projekt wieder. Keine Ahnung, was das sein wird. Vielleicht wieder Horror, vielleicht was ganz anderes, vielleicht was Glückliches. Somit ohne. Mal sehen. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.